Hallo liebe Leute, hier ist wieder Rondé mit einem weiteren Regionalbahn-Vorschlagsvideo für den Gesamtvorschlag in der Ostregion von meiner Webseite. Hier haben wir jetzt die Linie RB15 bzw. bei Variante 2 RB14. Diese trifft sich mit der S15 in Neusiedl am See und auch mit der S14A bei Wulgerbrodersdorf und fährt von Wulgerbrodersdorf über die Pannoniabahn über Eisenstadt nach Neusiedl am See und dann von Neusiedl am See über die Neusiedler Seebahn bis St. Nikolaus am Neusiedler See in Ungarn. Sie startet eben bei Wulgerbrodersdorf, fährt dann Wulgerbrodersdorf Nordwest. Eine neu zu errichtende Haltestelle bei Eisenstadt Siegfried-Markus-Straße bei der Gebietskrankenkasse fürs Burgenland. Dann Eisenstadt, also quasi Hauptbahnhof. Eisenstadt Schulen, neu zu errichten Oslip Betonwerk eine Haltestelle, Schützen am Gebirge Südwest, Schützen am Gebirge Mitte, Donaueskirchen Seehof, Abzweigung Oggau, Donaueskirchen, Purbach am Neusiedler See, Breitbrunn am Neusiedler See, Winden am See, Jois und dann fahrt er rein in den Bahnhof Neusiedl am See und wendet dort, also wird gestürzt und fährt dann wieder raus. Neusiedl am See Schulen, Weiden am See, Golz, Mönchhofen, Frauenkirchen, eine neu zu errichtende Haltestelle bei Frauenkirchen St. Martinstherme, St. Andrea am Zicksee, Wallern im Burgenland, die Staatsgrenze bei Pamhagen, dann eine optionale Haltestelle bei diesen beiden unaussprechlichen Dörfern. Njarliget Das heißt, nehme ich mal an irgendwas mit See bzw. Neusiedlersee und ja, das versuche ich nicht einmal. Dann kommen wir nach Schrollen mit einer neu zu errichtenden Haltestelle. Dann mit einer bereits existierenden Schlieper am See fährtet. Und dann St. Nikolaus am Neusiedlersee. Ja, deshalb verwende ich immer die deutschen Namen. Denn ich kann kein Ungarisch, kein Tschechisch, kein Slowakisch und auch sonst nichts. Also, naja, gut, Englisch, aber das Problem habe ich hier ja nicht. Also, so viel zu dieser Linie, die würde dann einfach im 30er-Takt fahren. Oder, wenn der Bedarf da ist, könnte man auch 15er-Takt machen. Ja, ansonsten wäre es das dazu. Danke fürs Zusehen und das nächste Video ist dann das letzte Video zu diesem Gesamtvorschlag für eine Linie und gegebenenfalls kommt dann noch eine kleine Übersicht über die Vorschlagswebseite. Da habe ich ja Vorschläge für Wien und die Ostregion drinnen jetzt. Aber ja, dazu dann in einem anderen Video mehr. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.